Schon seit sehr langer Zeit ist das Meer ein Symbol für die Unkontrollierbarkeit, die Unbeherrschbarkeit der menschlichen Leidenschaften und Triebe. Vor dem Hintergrund dieser Tradition ist auch die Novelle »Die Reise nach Tilsit« von Hermann Sudermann zu sehen. Diese Reise wird selbstverständlich in einem Boot angetreten. Der naturalistische Autor, der von 1857 bis 1928 lebte, beschrieb sie nach älteren Vorarbeiten im Jahre 1917 in seinen litauischen Geschichten. Die Geschichte spielt, wie der Titel verrät, in Litauen, also in Sudermanns Heimat. Ein Fischer namens Ansas hat Indre, die Tochter eines reichen Grundbesitzers, zur Frau gewonnen. Die als vorbildliche Hausfrau schön, demütig und vor allem selbstlos beschrieben wird. Der Fischer selbst hat höhere Ambitionen, wie es heißt, spricht er gut Deutsch. Als seine Frau ihn viel später einmal zu fragen wagt, was denn eine Madonna sei, mit der sie immer verglichen wird, erfährt sie, es sei die katholische heilige Jungfrau. Das imponiert ihr keineswegs, weil sie doch stets eine fromme Lutheranerin gewesen sei. Das würde sie aber nie laut von sich sagen. Der Kontrast unterschiedlicher Frauentypen ist natürlich ein häufiges Thema in Dreiecksgeschichten schon vor Sudermann. Und so wird Ansas seiner wunderbaren, madonnenhaften Frau tatsächlich untreu. Er stellt die Busche als Dienstmagd ein, obwohl sie, wie wir später erfahren, schon aus mehreren Haushalten davongelaufen ist, und bricht mit ihr die Ehe. Darauf beginnt die Busche in seinem Haushalt immer mehr zu dominieren, was die Ehefrau Indre zunächst stumm erleidet. Die ostpreußische Grafikerin Leselotte Plangerpop stellt diese Magd, also die Busche, als körperlich machtvolle, sinnlich anziehende Frau vor, die während der vom Vater der Frau erzwungenen Versöhnungsszene der Eheleute im Türrahmen steht, ihn ausfüllend und mit in die Hüfte gestemmtem Arm auf ihre nächste Chance wartend. Denn diese Versöhnung, eigentlich eine von seinem Schwiegervater erzwungene Versöhnungsgeste des Ansas, ist nicht von Dauer. Vielmehr beschließen Ansas und die Busche, die legitime Ehefrau Indre umzubringen. Plangerpop zeigt eines ihrer abendlichen konspirativen Treffen draußen vor dem Dorf, nachdem die Busche auf Verlangen von Indres Vater aus dem Dienst gejagt worden ist. Eines der Treffen also, wo sie beraten, wie der Mord vor sich gehen könnte, ohne verräterische Spuren zu hinterlassen. Hier scheint die Busche zu sprechen, ohne ihren Geliebten anzusehen, so als erblicke sie ein mögliches Szenario des Mordes vor ihrem inneren Auge. Das kontrastiert mit ihrer scheinbar hingebungsvollen Haltung. Die beiden beschließen, dass ein Bootsunglück vorgetäuscht werden soll. Dafür ist es notwendig, die von Natur aus bescheidene und jedem Vergnügen eher distanziert gegenüberstehende Indre zu einem Ausflug nach Tilsit zu überreden, auf dem angeblich die Aussöhnung des Ehepaares gefeiert werden soll. Von einer Konditorei über Konfektionsgeschäfte, ein Platzkonzert, ein Karussell und schließlich die Eisenbahn lernt Indre nun alle großstädtischen Attraktionen kennen, von denen sie sich in ihrem Dorf Wilwischken am Haff kaum je etwas hätte träumen lassen. Und wenn wir 2020 den 250. Geburtstag des bedeutendsten Komponisten der Wiener Klassik feiern, dann findet sich dazu schon bei Sudermanns Schilderung des Platzkonzerts ein kleiner Beitrag. Dann kommt ein drittes Stück, das wenig hübsch ist und bloß den Kopf müde macht. Das hat sich ein gewisser Beethoven ausgedacht. So die Gedanken Indres, der jedoch schon auf der Herfahrt ganz andere Dinge im Kopf hin und her gingen. Sie hat nämlich Andras durchschaut und weiß nicht nur,
dass er sich weiter heimlich mit der Busche trifft, sondern ahnt auch den Mordplan. Zu den stärksten Partien der Novelle zählt, wie Sudermann uns an ihren zwischen Furcht und Hoffnung schwankenden Gedanken teilhaben lässt, ob es nun geschehen werde oder nicht und falls ja, wie und wann. Der Mordplan wird nie anders als durch dieses geheimnisvolle S bezeichnet. Außerdem hat ihr Mann ein sonderbares, leichtes Bündel im Boot mitgenommen, dessen Inhalt er nicht verraten will. Plangapop stilisiert Indre hier durch Kopfhaltung und Kopftuch deutlich zur von düsteren Ahnungen ergriffenen, aber zugleich schicksalsergebenen Madonna. Der Mast trennt die beiden überdeutlich. Die nach links abstürzenden Falten des Segels zeigen, wie sehr Andras seinem boshaften Plan verfallen ist. Die Reise nach Tilsit, für welche eine Versöhnung des Paares nur als Vorwand dienen sollte, verändert jedoch das Verhältnis der beiden wirklich und entgegen allen finsteren Plänen. Ansas wird nicht nur wieder stolz auf seine schöne und moralisch so geradlinige Frau, sondern verliebt sich neu in sie. Unter dem Einfluss von Rosenlikör, und die Rose ist natürlich die Blume der Liebe, fahren sie erst gegen Abend wieder Richtung Heimat. Und Indre bringt Ansas schließlich dazu, alle seine Absichten zu gestehen, um sich wirklich aussöhnen zu können. Da müssen wir aber tüchtig beten, damit der liebe Gott uns verzeiht, ist ihr schlichtes, glaubensfestes Fazit, nachdem sie alles gehört hat. Was dann noch im Boot geschieht, könnte auch bei Plangapop nur der Mond bezeugen, der bekanntlich verschwiegen ist. Mast und Segel trennen die beiden jedenfalls nicht mehr. Und so wie Indre, als sie noch um ihr Leben fürchtete, mehr an die Versorgung ihrer drei Kinder gedacht hat, als an sich selbst, so wird nun noch auf dem Boot ein weiterer Sohn gezeugt, den man posthum meist nach dem Namen des Vaters ruft. Posthum, denn dass die beiden einander wieder lieben, entschärft natürlich nicht jene gefährliche Stelle auf der Fahrt, an der das Unglück vorgetäuscht werden sollte, und dass Ansas nun ein einziges Mal auch die von seiner Frau vorgelebte Selbstlosigkeit an den Tag legt und dadurch schließlich ihre Rettung ermöglicht, das rettet ihn selbst nicht mehr. Wer sich zu spät besinnt, den bestrafen hier des Meeres und der Liebe Wellen. Wie bei Plangapop zu erkennen, spielt dabei jenes geheimnisvolle Bündel aus dem Boot eine Rolle, eine Schwimmhilfe aus Binsen. Mehr sei nicht verraten. Ich hatte eingangs von dem Meer als unsicherem, dämonischem Element in Literatur und Kunst gesprochen. Die Liebenden gehen oft in seinen Wellen unter. Sie können zueinander nicht kommen, wie schon in der griechischen Sage von Hero und Leander. Der österreichische Dichter Franz Grillparzer hat diese Geschichte 1831 unter dem vielsagenden Titel »Des Meeres und der Liebe Wellen« zu einem Trauerspiel verarbeitet. Um zu der geliebten Priesterin Leander zu gelangen, durchschwimmt Hero nachts das Meer. Das Licht, das ihn dem Weg weist, wird in der folgenden Nacht von einem feindlich gesinnten Oberpriester ausgelöscht. Hero ertrinkt. Venus, die Göttin der Liebe selbst, kam der Sage nach als die Schaumgeborene auf einer Muschelschale in die Welt. Beides, die Liebe wie das Meer, sind mehr als unsichere Elemente und seit langem im Mythos wie in der Psychologie eng miteinander verbunden. Der Stil von Sudermann ist knapp, gegenständlich, imitiert in kurzen Sätzen die gesprochene Sprache. Andererseits spielt er häufig auf die Bibel an und versucht seiner einfachen Geschichte überhaupt eine parabelhafte Allgemeingültigkeit zu geben. Stärker noch als bei seinen Zeitgenossen Arno Holz und Gerhard Hauptmann, die man zum literarischen Naturalismus zählt,
steht bei ihm die moralische Charakterisierung seiner Figuren im Vordergrund, nicht so sehr die möglichst genaue Abbildung der Realität. So sind Städter und Landbewohner, Litauer und Deutsche, Arme und Reiche natürlich auch präsent als Vertreter der sozialen Schichten, die miteinander im Konflikt stehen. Aber Sudermann zielt auf die Allgemeingültigkeit der Botschaft. Man kann sagen, dass Planger Pop mit den einprägsamen Gesten und den groben Umrissen ihrer Figuren die christlich-parabelhafte Dimension kongenial erfasst, welche Sudermann seiner Erzählung zu geben versucht. Wenn er im letzten Satz seine Leser in die Bitte um göttliche Gnade einbezieht, agiert er wie der Autor einer alten Chronik, eine gewollte, historisierende Geste. Hermann Sudermann war im Deutschland Wilhelms II. Um 1900 mit seinen Dramen und Romanen sehr erfolgreich und wurde wegen seines Schauspiels die Ehre mit dem späteren Nobelpreisträger Gerhard Hauptmann verglichen. Allerdings erlebte er noch, wie nach dem Ersten Weltkrieg sein Stern zu sinken begann. In seinem Roman Frau Sorge aus dem Jahre 1887 erzählte er das Leben des Bauernsohns Paul Mayhöfer, der sich nur von seelischer Bedrängnis befreien kann, indem er den selbst erworbenen Hof anzündet. Im Erinnerungsband Bilderbuch meiner Jugend von 1922 blickte Sudermann mit milder Selbstironie auf seine einfache Herkunft, die Landschaft und die Lebensweise der frommen Mennoniten im Raum Elbing zurück. Lieselotte Planger-Popp, geboren 1913 im damaligen Kreis Treuburg, gestorben 2002 in Meran, ist eine freischaffende Grafikerin, die unter anderem Werke von Ernst Wiechert und Agnes Miegel illustrierte, mit der sie viele Jahre befreundet war. Schon 1939 wurde Die Reise nach Tilsit von Veit Harlan verfilmt. Christina Söderbaum spielte damals die Rolle der Ehefrau des Fischers. Harlan änderte Namen und Zahl der auftretenden Personen und griff auch in die Handlung ein. Bei dem Label Naxos ist auch eine Hörbuchfassung der Reise nach Tilsit mit der Sprecherin Dina Hinz erschienen. Das mag für die andauernde Popularität von Sudermanns Novelle sprechen, und zwar mit Recht.